Stuttgart. Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich gegen 1 Uhr in der Nacht auf der A8 beim Stuttgarter Flughafen ereignete, sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Ein BMW M3 war mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf das Heck eines Mercedes Sprinter aufgefahren, wodurch dieser auf die Seite stürzte und quer über der Fahrbahn zum Liegen kam. Der BMW fing auf der Stelle Feuer, der Fahrer kam dabei ums Leben. Ein hinter dem BMW fahrender Kraftstofftransporter konnte noch rechtzeitig bremsen, doch ein mit Traktorreifen beladener Sattelschlepper fuhr auf den Tanklaster auf, wodurch der geladene Diesel austrat und beide LKW Feuer fingen. Der Fahrer des mit Reifen beladenen Lastwagens wurde eingeklemmt und verunglückte tödlich. Der Lenker des mit Diesel beladenen Lastzuges konnte sich retten, der Fahrer des Sprinters wurde verletzt geborgen. Also es war tatsächlich eine Flammenwand, die sich dann gebildet hat, die gesamte Spur im Endeffekt oder die gesamte Fahrbahn eingehüllt hat. Also wir werden das jetzt die Einsatzstelle kontrolliert ausbrennen lassen, um eine Umweltgefährdung in der Kanalisationsbereich oder in dem Wasserbereich der Autobahn nicht entstehen zu lassen. Dafür sind dann auch weitere Einheiten unterwegs, die das Umfeld der Autobahn kontrollieren und hier eine Umweltgefährdung ausschließen zu können. Nach dem vollständigen Ausbrennen der Fahrzeuge blieb die Feuerwehr noch bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz, um die Flammen, die sich durch den Kraftstoff über die Fahrbahn und über den Zubringer der B27 ausgebreitet hatten, unter Kontrolle zu bringen. Die A8 blieb bis 5.30 Uhr morgens in beide Richtungen voll gesperrt. Auch die Umleitungsstrecken sind nach meinem Kenntnisstand allesamt überlastet. Mittlerweile konnten wir zumindest eine Fahrbahn der dreien wieder freigeben, sodass der Verkehr zumindest ein wenig an der Unfallstelle vorbeifließen kann. Die Bergearbeiten selber werden sich allerdings noch über Stunden hinziehen. Bis wann die Überleitung hier, auf der ich mich gerade befinde, freigegeben werden kann, das steht noch gar nicht fest. Die Bergung und die Reparatur der Fahrbahn, deren Belag sich zum Teil vom Untergrund gelöst hatte, dauern bis zu aktuellem Zeitpunkt noch an. Bis in den frühen Nachmittag muss auf der A8 in Fahrtrichtung München mit Stau von bis zu 20 Kilometern gerechnet werden. Eine Vollsperrung wird es zudem heute ab 14 Uhr auf der Überleitung zur B27 geben. Überregionaler Verkehr wird aufgefordert, die bis am Freitagmorgen andauernde Engstelle weitläufig zu umfahren.